Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Homies. Hier bei Franklins Hütte, bei der ehemaligen Hütte, wo seine verrückte alte Tante wohnt. Now, don't you step foot in this yard. Why, it's half my house. Now, I'ma call the police. For what? Disloyalty, boy. Disloyalty? What is you talking about? Don't act like you don't know what it is, homeboy-o. You ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior? Your mama would turn over in her grave, boy. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where Tanisha at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say, who is that? Hello, Missy. Wow, Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And aunt, my mother's old dried up ass sister. Shut the fuck up. Yeah, shut the fuck up. Here, darling. Why don't you go get yourself something nice, okay? Thank you. Is it $7? I said something nice, not expensive. You want to be a greedy fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here, all right? You men are all the same. Man, what the fuck you doing here? Here with the boy. The boys. What? I'm fucking new in town. I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dawg. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? Talking about the little stretch thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Come on, who is this fool, man? What is nigga man, just from, come man? On. Ich mag den Trevor ja doch schon irgendwie immer. Ja, der ist schon assi, also $7. Down Grove Street. Grove Street. Ah, hör auf. Heimatgefühle. Meinst du, wir müssen die Borders? We shooting shit up. Spraying some motherfuckers. I can drive by with the best of them. Behave yourself, man. Lamar, what's happening? What you in stress set up? We buying weight, homie. Something that'll move us up the food chain, nigga, for real. Nothing's real in this town, nigga. Particularly where you and stress concerned. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Ooh! First rule of business. Hey, since we're out here banging, either you got some dust? Fool wanna get butt naked? I'll get whatever it takes me, homeboy. Homie's crazy, man. So I've heard. Ballers Territory. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir sind nicht sehr beliebt bei den Ballers, sag ich mal. This is the homie house right here. Hey, look, everybody be cool, man. Lamar about to do his thing, all right? Begib dich zum Haus. Uh-oh. Also, ich weiß nicht. Die Ideen, die Trevor immer ausspuckt, sind meistens nicht so erfolgsversprechend. Be on point, this fool janky. Courier service. Package to collect. You got the grip? Present and accounted for. You like that, huh? Sample? Now we talking. An der Tür? My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now, you heard what your boy said. You're leaving. Hey, give me the back! Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle a hustler. Ach du Heilige. Na, schöne Scheiße, Schnauze. Oh.
Lad nach, lad nach! Boah, das war ein Kopftreffer. Eigentlich. Heiliger Bimbambino. Scheiße, steig ein, Mann! Vorsicht, Trevor rennt da vorne rum. Du kannst auch auf Trevor wechseln, ne? Warte, warte, warte. Ob das eine gute Idee ist gerade, weiß ich nicht. Oh, du bist gleich tot, du bist gleich tot. Fuck, die Scheiße. Das war nicht so clever. Ja, ich hätte einfach ballern sollen. Ich dachte, die beiden kommen zum Wagen, weißt du? Dann kann man zu dritt abhauen. Das sind noch die Ballers, weißt du? Ja, 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 ja. Mir riecht's gerade verbrannt nach irgendwas. Riecht's das auch? Also ich war's nicht. Riecht der gerade irgendwie voll verbrannt. Schnauze! Ja, ein bisschen nach Pfannkuchen, finde ich. Wir werden schön immer in Deckung bleiben, Alter. Die Position ist das A und O. Hast du recht, und nachladen natürlich auch. Ah, das hast du gut gemacht, ne? Sehr schön. So. Einer, der ist tot. Ah, du hast recht, hier riecht es irgendwie komisch gerade. Hm? Aber es riecht nicht verbrannt, es riecht sehr lecker. Was ist das für ein Geräusch? Aliens. Alter Trevor, du Wahnsinniger! Hörst du das ja, ne? Ja, natürlich höre ich das. Aber ich wundere mich gerade eher über den Pfannkuchengeruch hier. Ach so, das Geräusch heißt, ich soll auf Trevor wechseln. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Alter, was hatten die für eine Reichweite? Ach so, das ist Franklin, Entschuldigung. Das war eine Schrotflinte. Aua! Jetzt, jetzt schnell, schnell. Na, hab ich keine Muni mehr oder was? Doch. Drück mal B. Genau, jetzt hast du. Schön nachgeladen. Alter, hinter mir. Hinter mir ist auch noch Zeit. Nichts überstürzen, sonst verkacken wir gleich wieder. Alter, hier ist ja alles. Na, geil. Aua, links irgendwie. Au, schnell in Deckung, Alter, schnell in Deckung. Das ist keine gute Deckung, was du gerade machst. Nee, Alter, der soll hier hinterhücken. Nein, Mann. Du bist nicht down. Oh, oh. Vorsicht. Boah, fuck it. Und ich habe natürlich wieder die Spezialfähigkeit. Alter, das ist aber auch too much einfach. Ja, die Spezialfähigkeit. Ja, aber trotzdem, das ist auch das ist mega viel, was da los ist. Jetzt habe ich das Geräusch. Der hat Franklin natürlich, der ist eher der Fahrer. Ja. Und ich probiere mal gerade aus, ob der das auch hat. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Was mal jetzt passiert, wenn man Franklin die beiden Taschen drückt. Das muss doch auch gehen mit Franklin, oder? Probier's mal aus. Ich kann's nicht sagen. Klar, du kannst mal probieren einfach. Na dann nicht. Nee, warte, warte. Ich mach erstmal. Ich warte so lange, bis die Aufforderung kommt. Ja, du kannst sie auch sofort wieder beenden. Nein, du kannst auch mit Franklin probieren gerade. Überfahren ihre eigenen Leute, klar. Jetzt wäre es zum Beispiel super. Alter, der Trevor läuft da mitten rein. Ja, lass ihn doch, der wird nicht abkacken in dem Moment. Sein NPC. Schön weggesäbelt. Okay, jetzt sollst du auf Trevor wechseln. Ja, soll ich oder soll ich nicht? Ja, sollst du ja offensichtlich. Ich räume noch mal ein bisschen auf. Ja, die Wumme ist halt auch besser irgendwie, ne? Aber probier noch mal die Spezialfähigkeit jetzt hier auch mal mit Franklin. Warte mal. Der hat gar keine momentan. Geht nicht, ne? Im Kampf, okay. Wollte ich nur mal ausprüfen. So. Aber eben bei ihm geht's. Und deswegen kannst du jetzt auch machen. Muss ja mal gucken, wo hier überhaupt jemand ist. Ne, den kriegst du noch nicht jetzt. Schön. Ich meine natürlich, oh weh. Hat er keine besseren Waffen, sag mal? Doch. Na also. Viele. Sturmgewehr, sehr schön, gute Idee. Damit klappt das auf jeden Fall viel besser. Und denk an deine Spezialfähigkeit. Ja. Das ist ganz schön viel ab gerade. Jetzt zum Beispiel mal einsetzen. Dann kannst du alle wegsetzen. Nächster, direkt nächster, zack. Ah, da vorne. Warte mal, ich spare die gerade nochmal. Ja, sehr gut. Das sind noch zwei und da kommt noch eine ganze Armee, Alter. Hilfe. Heilige Scheiße. Ich habe schon wieder so ein Störgeräusch gerade. Jetzt weg.
Dabei hatte ich doch heute Abend niemanden eingeladen. Just a few homeboys in the hood. Nothing to see here. Alter, die halbe Gang ausgerottet. Aber echt? Wie viel können die noch haben, Alter? Wir halbieren ja gerade die Schwarzenquote von Los Santos. Okay, ich glaube, da kommen wieder welche. Deckung. Da kommen jetzt die Cops. Okay, schnapp dir die Möhre. Switch over Franklin. Der ist der bessere Fahrer wegen der Spezialfähigkeit. Vollgeladen. Was? Willst du mich verarschen? Die wollen die Cops umbringen? Was sind die denn drauf? Ob das eine gute Idee ist, wage ich zu bezweifeln. Zu Franklin switchen, ohne Scheiß. Warte. Der bessere Fahrer, wenn du gleich fahren musst. Ja, aber der fährt ja auch selber. Muss ja selber nicht fahren. Ne. Zufällig stehen da drei Dinger. Ja, dann schnell auf Franklin. Oh, hi. What the fuck are you doing? Get on that thing. Move, homie. Alter. Damn, it's stinking this motherfucker. Shit ain't no river, man. It's a motherfucking sewer. Then we're in the right place. Die Cops. Look at that, bro. Ja, auf dem, mit dem anderen kannst du jetzt eine Zeitlupe machen mit Franklin, ne? Aber wir sind ja eh gleich hier raus. Na, sag das mal nicht, du hast drei Sterne. Ist doch immer die gleiche Scheiße, wenn wir auf Lamar hören. Chill, let's just get out of here first. Stress set you up, nigga. Your big homie a snake. He didn't know they was playing us with Marks. That on they dope. Man, you deluded. Least you got to meet MC Clip. Jack that motherfucker. Was that who that was? Lil Brush with another celebrity. They blocked too. Hey, we should like race these motherfuckers. We are racing, you idiot. Racing away from the dudes trying to kill us. I mean another time. They got C-Sark races all over the city. Helpful as always, homie. Boy, fuck. Let's split, my nigga, and keep our heads down. We ain't gonna lose the cops on these things. Yeah, man, shit, we need to get to land. So, wir sollen uns aufteilen. Boah, scheiße, Polizeiboot auch noch. Oh, oh. Du bist verletzt, denk dran, ne? Ja, ja, ich weiß. Jetzt wär's besser, auf dem Franklin zu sein. Ist grad scheißegal, wir müssen die Bullen abhängen. Das Problem ist, wir haben Helis am Arsch. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob Franklin seine Spezialfähigkeit auch auf Jetskis aktivieren kann. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich hoffe, ich muss es aber auch nicht rausfinden. Ich suche hier gerade einfach nur einen Platz, wo wir uns unterstellen können. Da rechts sind die Polizeiboote. Fuck it. Und die haben mich gleich im Visier wieder. Ich muss die mal hier elegant umrunden. Was passiert denn jetzt, wenn du mit Trevor jetzt irgendwas aktivierst, dann Spezialfähigkeit? Tut sich gar nichts? Dann geht aber nur Zeit. Also, ja, aber bringt der jetzt Zeit, momentan eh nichts. Mal. Das geht nämlich nicht los. Nee, momentan geht's ja nicht. Ja, deswegen, weil der nicht die Fertigkeit dafür hat. Hui, das war knapp. Aber Franklin hat ja diese Fahrerspezialfähigkeit. Ja, aber ich kann gerade nicht wechseln. Ich muss jetzt ja erstmal ausharren. Ja, easy. Boah, das Scheiße, der Heli hat mich jetzt. Mann, fuck it. Jetzt bin ich so schön ausgewichen, den ganzen Polizeibooten. Dann kommt wieder dieser rotzige Heli an. Wo soll ich mich ja unterstellen, Alter? Ich habe keine Ahnung. Bushaltestelle. Ich glaube auch. Ich hätte einen Regenschirm mitnehmen sollen. Boah, und jetzt kommen sie alle. Scheiße. Boah, das ist aber auch hart. Ich hätte vom Jetski runter müssen irgendwann. Ich wette erneut 50 Cent auf dich. Das ist natürlich super lieb von dir. Vorsicht, der Felsen. Ich fühle mich sehr bestätigt gerade. Vorsicht, Feuerquallenschwarm. Oh, okay. Vorsicht, Riesenkrake. Da hinten ein Pottwal. Vorsicht, Captain Hook. Boah, wieso ist der Heli über mir? Mann, so eine Kacke. Ich fahre jetzt die ganze Insel um runter. Ne, da kannst du nur ganz, ganz knapp durch. Das geht, das kriege ich hin. Bin ich gespannt. Geil. Oder? Was sagst du? Wet T-Shirt Contest heute. Boah, aber echt. Hier bei GTA. Scheiße, wenn der Heli nicht wäre, wäre es ein Piece of Cake. Aber so? Ich brauche echt mal eine Brücke oder irgendwas, wo ich drunter schlüpfen kann. Damit kennst du dich doch aus mit Brücken eigentlich. Ja, ja, aber normalerweise wohne ich da. Du warst der Ingenieur. Ach so.
Wenn der Heli nicht wäre, wäre das einfach so einfach. Aber jetzt weiß ich auch nicht, wo ich hier raus soll und wo ich mich dann verstecken soll, weißt du? Ja, irgendwas müsste er geben. Ja, es gibt ich habe Kanäle beim Vespucci Beach. Da ja, da bin ich auch jetzt schon lange dran vorbei. Ich könnte natürlich jetzt zurückcruisen, aber ob das geil ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht steigst du einfach mal von diesem blöden Jetski ab und probierst da mal eine Höhle zu finden, so wie Fluch der Karibik so. Ja, aber es sind ja keine Höhlen. Ich gucke ehrlich gesagt schon die ganze Zeit an Land, ob ich da was finde. Tja, geil, Freunde. Das ist ja heute die super Action-Folge. Ja, ist es tatsächlich eigentlich. Na gut, das hier ist jetzt gerade eher ein bisschen lahm. Ja, aber eben nicht. Jetzt schießt der Heli noch auf mich. Ich bin Fischfutter, Freunde. Uah. Ich glaube, du musst irgendwo an Land. Ja, aber die Frage ist, wo? Hier sind überall nur die Klippen. Und dann Fahrzeug klauen, weil ich weiß echt auch nicht jetzt hier, wo wir mit dem Jetski uns gut verstecken könnten. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Und da muss ich, wenn ich jetzt links hochlaufe... Baum rechts sieht ja schön aus da auf der Insel. Sieht richtig gut aus. Das Problem ist, wenn ich links hochlaufe... Ach, guck mal, kein Heli mehr. Cool, du hast die abgehängt langsam. So, solange der Heli nicht da ist, versuche ich mal einen Busch zu finden. Vielleicht klappt das ja. Ausnahmsweise mal. Aber die Büsche bringen doch null. Doch, das mit den Büschen funktioniert schon, aber leider nicht immer. Da oben, das sieht ganz gut aus. Boah, Alter, jetzt braucht der wieder so ewig, bis er am Berg hochkommt. Hopsa, hopsa. Ja, siehste? Stadtsafari. Silber, alles geschafft. Warum nur 12 Silber? Von 12 Kopfschüssen, Missionszeit. Verstehe ich nicht. Das finde ich aber Betrug quasi. Aber jetzt spielen wir mit Trevor weiter, habe ich gehört. Was ist das da unten? Sind das Buggies? Ach, die kennen wir doch, die Quatz. Die kenne ich doch. Die kenne ich sind doch. Sind die eckig? Auch ein Insider. Wir bringen zu viele Insider in Ja, hast du recht, hast du recht. So, wait, der einzige Ort, wo man einen Heli kriegt. Ach ja, wir haben ja noch die Mega-Mission übrigens. Weißt du noch? Wir haben auch tonnenweise Nebenmissionen wieder, aber es sind fast schon zu viele. Mit Trevor können wir wieder viel Scheiße bauen, auf jeden Fall heute. So, ja, und wir morgen haben. Und übermorgen wir haben und so. eine einzige Nebenmission. Die anderen beiden sind Missionen, wo wir das U-Boot klauen müssen und das andere Ding. Alter, die Bahn. Damit habe ich auch Erfahrung gemacht. Nicht mit der Deutschen Bahn, sondern mit der Bahn in Los Santos. Wenn ich mich da mit dem Auto vorwerfe und so. So, Seerennen sind verfügbar. Die Frage ist natürlich. Was war der denn? Ja, da kam ein Bullenwagen durch. Hier war gerade wieder Verfolgungsjagd. Die Frage ist natürlich. Worum kümmern wir uns zuerst? Wir müssen jetzt ein U-Boot klauen, das müssen wir hier machen. Wir müssen jetzt hier, jetzt Kfz-Abstellplatz. Barry, was ist ein Barry? Wollen wir mal zu Barry fahren erstmal, bevor wir die Hauptmission machen? Barry haben wir doch schon 10.000 Sachen gemacht. Was ist denn das? Who the fuck is this? The guy keeping you out of the gas chamber. Townley's on his way. We need to talk face to face. Warehouse off Dutch London in Banning. Oh, we can do more than talk, my friend. Boah, geiler Truck. War echt ein geiler Truck. Huch, so, soll ich umswitchen? Auf Maike? Hä, warum soll ich... Warum denn? Ich muss mich doch da mieten. Weil da irgendwas passiert ist vielleicht bei Maike? Ich folge mal erstmal der gelben Spur. Ja, folg mal der gelben Spur, da kennst du dich da auch mit aus. Wenn's schneit, meinst du? Folge ich deiner gelben Spur wegen deiner Inkontinenz. Wie bei Little Britain, die Alte im Supermarkt. So, boah, mit dem Quad zu fahren ist natürlich auch eine tolle Idee. Das hat eine sehr direkte Steuerung, ne? Super direkt. Wenn du da auch nur einmal verziehst, wir sind voll die bist du vorbei. Quad. Muss ich sogar letztens mit dem Grom schiffen. Was? Schiffen. Was? Was? Schimpfen. Im Schnee oder was? Schimpfen. Dann muss ich auch mit dir schimpfen. Mit du, mir hast auch. Du hast die erste Runde verkackt, vergiss ja, das immer. Das stimmt, da hast du recht. Das muss ich einfach eingestehen. Ich fahre auch nicht besser. Unfassbar. Wir beide fahren scheiße. Voll mit Quads. Also jetzt momentan geht's zum Glück. Aber da sind wir ja durch die Hügel gefahren und das war eine Katastrophe. In der GTA Online-Folge. Ja, vor allem denk jetzt mal ganz scharf rechts, damit man so sieht, was passiert. Oh. Ja gut, ich hab grad auf die Map mal ganz scharf rechts so, oder links? Auf der Autobahn? Nee, ja, ich hab doch keinen Helm. Passiert doch nichts. Passiert doch nichts. Ja, dann sterbe ich. Nein. Dann sterbe ich. Man sieht nur zum Zeigen, wie direkt die Lenkung ist. Also sie ist schon, man sieht es, ganz kurz hier. Ist schon sehr direkt. Ich darf nur mal ganz, ganz minimal da dran rütteln. Mach mal so einmal hart. Bitte was? Ja, damit man sieht. Ich soll einmal hart machen, du was ist das also hier für wenn du so tippelst, sieht man das ja nicht. Gut gemacht. Da ist auch gerade ein Tier auf dem Monitor. Ich glaube, das ist eine Eintagsfliege oder so. Ja. Ich frag mich, was die hier noch macht. Wir haben quasi Winter. Ach, alter Scheiße.
So, gleich scharf rechts. Dann bin ich mal gespannt, was der von uns will. Oh. Ja. Also sehr direkte Ampel. Steuerung. Hui! Der ist ein bisschen übertrieben direkt. Natürlich kann man sowas... Man kann ja auch stark einlenken mit so einem Quad. Das ist natürlich realistisch, aber ich finde es ein bisschen zu direkt gestaltet. Aber beim Quadfahren muss man auch sehr vorsichtig sein. Habe ich auch schon mal gemacht. Da muss man echt sehr vorsichtig sein. Weil die Dinger auch sehr schnell gerne umbuckeln einfach. Die machen gerne so einen Elchtest. Die Gegend kommt mir so ja, bekannt echt vor. Ja, musst du gut Quad fahren. Das ist nicht so leicht. Ja, wir waren ja auch schon öfter. Ich glaube, wir haben mittlerweile auch fast alle Ecken so ein bisschen abgecheckt, oder? Ja, so geringfügig. Also mit GTA Online zusammen definitiv. Obwohl es immer auch Orte gibt, die wir ja vielleicht auch nicht gesehen haben. Also ich lasse mich überraschen. Es wird ja so viel, das Spiel ist ja so riesig. So, und was uns hier erwartet, das erfahren wir leider auch erst in der nächsten Folge. Hier haben wir das erste Mal, gegen wen haben wir hier gekämpft? Die ganze, gegen Currywurst, ne? Boah, das ist doch die Gegend hier. Das ist genau die Gegend. Hier haben wir das erste Mal PvP hatten damals. Ja, geil war das, Alter. GTA geil. Online. Hab ich gefeiert. Ich und auch. Was uns diesmal hier erwartet, das erfahren wir aber leider erst in der nächsten Folge. Boah, wir sind so böse, ne? Aber ja, ey, sorry, wir müssen leider auch unser Pensum einhalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao mit V. Alter, was war das denn gerade für eine Verfolgungsjagd, bitte? Boah, ewig gedauert, aber ich fand die Action ziemlich geil da mit den ganzen Gangs. Mit den Gangbangern, das war fast schon ein bisschen übertrieben da irgendwie. Ja. Die 100 Leute ausgeschaltet irgendwie oder also 50. Also ich fand's cool, aber ich muss sagen, es ist ein bisschen sehr unrealistisch, dass wir da 40 Leute aus der Straße dann umnebeln und von uns keiner erwischt wird. Da wohnt doch jetzt keiner, die Grove Street ist jetzt irgendwie alles, alle Apartments frei. Alle Söhne umgebracht, die Mütter weinen und wie es weitergeht. Das sehen wir in der nächsten Folge, denn da machen wir mit der Hauptmission weiter. Bis wir mit der Nebenmission von Trevor, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was für eine Mission ist. Ich persönlich freue mich sehr drauf. Ja, tschüss.